Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wallace and Gromit, das Hundekomplott. Heute auch nochmal mit mir. Ja, heute ein Let's Play Together mit dem Lukas. So, wir sind hier stehen geblieben bei dem lieben Major. Und ja, ach, hier kann man noch weitergehen, okay. Dann gehen wir doch mal dahin. So, und Paniers. Lieferant für besondere... Hallo Gromit, mein Freund. Wie geht's an Wallace? Für besondere Erzeugnisse. Alles klar, mal reden. Schon von der Kirmes gehört? Ich war noch nie auf einem richtigen Stadtfest. So, so, dann musst du erstmal da hingehen, ja. Schilder? Ja, komm, ne, okay, Schilder. Mal anschauen. Mhm, also schließ jetzt nicht. So, wer die lesen will, macht Pause, gell? Da ist noch ein Schild. Eieiei. Hilft den Hunden. Ach, das ist doch der, der bei uns gerade ist. Auf dem Bild. Der Frau. Ja. Briefkasten. Ne, damit kann man aber leider nichts machen. Ein Brunnen. Ach, was ist das? Kann man nur lesen? Was ist das? Pasteten wird essen. Major Crown. Alles klar. Ja. Wenn er es mitnehmen will. Gutes Essen, da müssen wir echt mal hingehen. Mhm. Zeitungshändler. Mit einer schönen Dame. Ah, guten Morgen, Kleiner. Gehst wohl gerade ein bisschen Gassi. Na, bei dem schönen Wetter. Kann ich was für dich tun? Ja, reden wir mal. In der Stadt ist die Hölle los wegen dieser Benefizkirmes am Wochenende, wie? Wurde auch Zeit, dass jemand die Hundepension wieder aufbaut. Ich hatte in letzter Zeit Zusammenstöße mit allen möglichen Streunern. Terriern, Spanielen, Mischlingen. Ja, sogar mit einem irischen Wolfshund. Sie hätten sehen sollen, wie groß der war, als er versucht hat, an meine Speckwürfel auf dem obersten Regal zu kommen. Hat mich über den Haufen geworfen und meine Markise abgerissen. Das Chaos hätten sie sehen sollen. Aber ich habe ihm heimgeleuchtet, das kann ich Ihnen sagen. Wenn du die Futterluke so weit aufreißt, ist es kein Wunder, dass das Arbeitier erschreckt. Kümmer dich um deinen eigenen Kram und unterbrich mich nicht. Das ist genau der Grund, warum du keine Freunde hast und den ganzen Tag lang nur mit den Vögeln sprichst. Ha! Ich brauche eben intelligente Gesprächspartner. Jedenfalls war es höchste Zeit, dass die Leute sich zusammentun und die Hundepension wieder auf Vordermann bringen. Denkst du nicht auch, mein Lieber? Ja, natürlich denken wir das. Tja, nicht zu fassen, dass die Hundepension so zerstört ist. So, beim Zeitungshändler kann man aber jetzt... Da oben gibt's Chips. Mit. Polizei. Ah ja, da kann... Ach, gucke mal. Hallihallo. Ich freue mich auf die Kirmes am Wochenende. Das wird ein schönes Getümmel. Und dazu noch für einen guten Zweck. Ja, guter Zweck. Probier mal das Plakat, vielleicht kannst du das lesen. Oh ja, tatsächlich. Ach, da ist wieder das Gleiche. Baum. Ach. Hinein, hineinsehen. Ach, wie putzig. So Hunde hätte ich auch gern. Ich gerade sagen. Also aber viel schöner. Was können wir denn... Haben wir sonst was noch? Kugel? Ja, zeig mal. Stimmt. Könnten wir ja mal den allen zeigen hier, die jetzt da sind. Ja, wie ich bereits sagte, mir ist niemand gewachsen. Sie fürchten mich, Gefreiter. Genau wie damals diese Halunken in der Wüste. Warte erst mal ab, wenn Sie mich vor einem Berg von Pasteten sehen. Die werden vor Ehrfurcht zittern. Ja, das sehen wir dann. So. Nur weiter, Soldat. Ja, so, vielleicht möchte ich die hier... Bist du also wieder hier? Ich hoffe, dass du schon einen Plan hast, wie du unseren kleinen Freund aus meinem Garten vertreiben willst. Pudgy-Woo und Tinky-Wee waren sicher auch nicht immer kleine Engel, aber sie haben wenigstens nicht in meinen Rosenbeeten herumgewühlt. Was würde ich jetzt für einen tatkräftigen Mann geben? Pudgy-Woo und Tinky-Wee, also. Kann es sein, dass das die Hunde sind? Pucci und Tiki haben? Okay, ja, ist egal. So, vielleicht möchte die sich ja eintragen. Ich habe jetzt gerade wirklich keine Zeit. In meinem Garten herrscht Chaos.
Aha. Ja. Okay. Können aber ein bisschen mal auf die Rippen vertragen. Ja. So, fragen wir mal Wallace, vielleicht will Dell, ja, Pasteten essen. Der hat bestimmt gut Hunger, wenn der Ofen nicht geht, wie wir erfahren haben. Gut gemacht, Kumpel. Hast Twitch beruhigt. Dein altes Spielzeug hat wirklich geholfen, nicht wahr, mein Junge? Das kennen wir schon aus der letzten Folge. Ja. Gib mir dann doch mal das Formular. Was ist das? Ah, ich bin nicht so der Typ für Pastetenwettessen, Gromit. Das ist etwas für Leute mit größerem Appetit. Okay, also der will anscheinend auch nicht. Fragen wir doch mal Panier. Oder heißt der so? Oder heißt nur so der Laden? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall steht er davor, also. Dann müssen wir wieder an dem hier vorbei. Hallo, Gefreiter. Ja, hallo. Chef. So, dann fragen wir den mal. Vielleicht wird er sich ja eintragen. Hallo, Gromit, mein Freund. Wie geht's an Wallace? Was? Ein Pasteten-Wettessen? Ich weiß nicht. Ich versuche in letzter Zeit, mich in Form zu halten. Ich werde die Pasteten wohl besser sein lassen. Trotzdem danke, Gromit. Okay, der will anscheinend nicht. Dann fragen wir doch mal die hübsche Dame vom Zeitungsmarkt. Hallo? Hallöchen! Was hast du denn da, mein Lieber? Ein Pastetenwettessen. Wenn das mal kein Leckerbissen ist. Ich? Ach, ich weiß nicht. Ist ja schon hier und da gerne etwas Fleischpastete, aber ein Wettschlingen? Nicht gerade damenhaft, oder? Ha! Du siehst auch ohne Fleischpastete im Hals nicht gerade damenhaft aus! Ach ja? Erzähl das mal dem Briefträger. Ihm schien ich heute Morgen gefallen zu haben. Der Kerl hat doch nur eine Sehstörung. Ach, halt doch den Rand, du alter Miesmacher. Weißt du was, mein Lieber? Ich werde am Wettessen teilnehmen. Ich finde, das ist eine tolle Idee. Und ich werde gewinnen. Ja, eine echte Dame natürlich. Mal sehen. Nur ich und der Major, ja? Ah, gegen Winnie Gabberley sieht der alt aus. Hier, Gromit. Ich erwarte dich auf meiner Siegesfeier. Ja, dann viel Glück dabei. Ja, und falls du gewinnst, kommen wir natürlich auf deine Siegesfeier. Keine Frage. So, vielleicht möchte er sich auch noch eintragen. Tag. Tag. Ah, Winnie gegen den Major, wie? Das muss ich mir ansehen. Achso, okay, also sieht er sich das nur an. So, aber der Major hat eben gesagt, er ist alleine. Vielleicht, wenn wir ihm jetzt das Formular geben, wo zwei draufstehen, dann... Mal sehen, was passiert. Ach ja, das Pastetenwettessen. Bis jetzt wagt sich noch keiner, es mit dem übermächtigen Major Crumb aufzunehmen. Wirklich schade. Wie gerne würde ich in die Schlacht ziehen. Mann gegen Mann, Auge in Auge auf dem Schlachtfeld. Kiefer gegen Kiefer an der Schlachtplatte. Bis der Bessere gewinnt. Edwina, sie glaubt, dass sie mehr verputzen kann als ich? Wirklich köstlich, Gefreiter. Ich würde zu gern sehen, wie sie in die Mündung einer Ketchupflasche blickt. Sie hat keine Chance. Unmöglich. Niemals. Diese verfluchten Kekse. Ich habe sie den ganzen Tag lang gefuttert. Die werden mich noch außer Gefecht setzen. Gefreiter! Achtung! Beseitige diese hinterhältigen Leckerbissen. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Mein Verdauungstrakt muss voll einsatzbereit sein, damit ich diese Frau mit einer Pastetenoffensive vernichten kann. Sie hat sich den falschen Gegner ausgesucht. Auf die Gefechtsstationen! So, anscheinend kriegen wir dann jetzt die Kekse. Wer könnte die denn essen? Wallace vielleicht? Oder die Dame? Ich weiß nicht.
Der Hund, der auf den Knochen kaut, hat doch bestimmt Hunger. Ja, komm. So, was willst du jetzt gegen die böswillige Buddelei dieses Windhunds unternehmen? Schauen wir doch mal, vielleicht möchte ich ja Kekse haben. Nein, danke. Das Einzige, was mich aufhalten könnte, wäre jemand, der mir diesen Hund aus dem Garten vertreibt. Wenn hier der Hund ist, vielleicht möchte er ja Kekse. Man weiß es ja nicht. Ach, das geht sogar. Okay. Toll. Weiß ich nicht. Himmel nochmal, Gromit! Nun belohnst du ihn doch für sein schlechtes Benehmen! Meist hin. Vielleicht mal auf den Stein, vielleicht kommt er auf. Auf den hier? Ja. Okay. Okay. Oh, hier haben wir auch noch eine Platte. Vielleicht kann er sich da hochgraben dann. Ja. Mal sehen. Okay, es funktioniert auf jeden Fall schon mal. Ah, du hast es geschafft! Gott sei Dank! Du hast den kleinen Halunken aus meinem Garten gekriegt und dabei nicht alles kaputt gemacht. Aber dass mir das nicht noch einmal vorkommt, ich will keinen deiner kläffenden Kollegen mehr auf meinem Grundstück sehen, verstanden? So, ja, alles klar, das kann man einrichten. So, dann ist der jetzt da drin, gehen wir doch mal schauen, was die drei jetzt da so treiben. Vielleicht kuscheln die ja jetzt alle zusammen. Bestimmt. Nein, nicht. Nee, die kuscheln nicht. Ach, die sind aber jetzt brav da. Mhm. Kann man den Hebel vielleicht hier dran machen? Ich schätze, der Hebel ähnelt tatsächlich einem alten Knochen, nicht wahr? Kein Wunder, dass der listige Lump ihn verbuddelt hat. Gib einem Hund einen Knochen und schon ist er im Boden. So sind sie eben. Oh nein, ist die Befestigungsmutter weg? Damit war der Hebel angeschraubt. Sie ist ein wichtiger Teil der Maschine, Gromit. Das ist schlecht, mein Junge. Das war meine letzte Zwölfer. Was für ein Pech. Sieh nur, er hat unsere Mutter gefunden. Fantastisch, Gromit. Vielleicht war ich etwas zu grob zu ihm. Wusste doch nicht, dass der Kleine so gerne bastelt. Ah, er hat nur Angst. Und wie? Er ist ja völlig verstört. Armer kleiner Kerl, wir sollten ihn Twitch taufen. So, jetzt ist der Hebel wieder dran. Einfach schon mal durch die Schraube gesteckt. Ja. Bist du bei den kleinen Rackern schon weitergekommen? Ja, durchaus. Ja, etwas. So, was ist, wenn wir den jetzt betätigen, wenn der Hebel wieder dran ist? Vorsicht, Gromit! Der Motor des Aromatisators ist ohne Kurbel instabil. Das hatten wir schon ausprobiert. Es geht nicht, weil der wieder aufwacht. Der Hebel drin. Hm, der wacht wieder auf, genau. So, jetzt kannst du den Keks geben. Habe ich den noch? Ja. Der will keinen. Der Kleine vielleicht. Der Hunger. Anscheinend nicht. Stell noch einen Keks. Ja, dem scheint es zu schmecken. So einen guten Keks. Was hast du noch mit Abend? Ich hab noch den Hebel, die Kekse. Ja, nur die beiden Sachen hab ich schon. Die ganze harte Arbeit durch ein paar streunende Windhunde zerstört. Na, da wieder. Hm. Die Kekse im Kühlschrank legen, damit sie frisch bleiben. Aber Kekse kalt sind. Ich glaube nicht, dass das so
Kannst du mal ausprobieren, aber... Nee, das geht nicht. Nein. Aber jetzt, wo der Major doch in die Stadt gegangen ist, vielleicht ist da ja jetzt was Neues. Gehen wir doch mal dahin. Ach, hier ist er. Eine Luke. Okay. So, wo kommen wir denn hier raus jetzt? Ach, hier sind wir. Okay. Gut, dann sind wir ja richtig gegangen. So, gehen wir doch mal schauen, ob der jetzt da ist. So, hier ist Panilos. Hallo, Gromit, mein Freund. Wie geht's denn, Wallace? Ja, ganz gut so. Ja, wie eben auch. So, aber hier hat sich eigentlich... Hallihallo. Hallihallo. Hier hat sich eigentlich nichts verändert. Vielleicht kannst du den Hunden im Gefängniskrieg geben. Ja, mal gucken. Und der Frau. Und der Polizist. Hallöchen. Oh nein, danke. Ich brauche meinen Appetit für den Wettkampf. Ja, wo ist der Major denn jetzt hin? Nein, danke. Ich darf im Dienst leider keine Geschenke annehmen. So, jetzt probieren wir noch die Sache hier aus und ich würde sagen, dann beenden wir die zweite Folge. Okay, das geht nicht. Ich würde sagen, das war's für die zweite Folge, oder? Ja. Okay, dann stoppen wir hier und ich würde sagen, wir verabschieden uns hier. Auf Wiedersehen. Schönen Tag oder Nacht noch. Ja, bis nächstes Mal. Ja. Wir sehen uns dann. Tschüss. Tschüss.